Moin moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zur zweiten Folgenbesprechung von One Piece. Diesmal geht es um Folge 698 und ja, diese Folge war vollgeladen und ich mit Folge meint war ich Folge. Alles ging los. Also diese Folge war einfach im Gegensatz zu den anderen Folgen. Diese Folge hatte wirklich alles. Sie hatte die Kämpfe, wir haben den Doflamingo-Kampf und wir haben ein bisschen Backstory wieder, wir haben ein bisschen Rückblicke, wir haben Kämpfe rund um die Welt, wir haben die Smile-Fabrik, wir haben wieder du hast einfach alles in dieser Folge. Es ist zwar wieder ein Zweiteiler, beziehungsweise Dreiteiler, also es wird, stand natürlich wieder To Be Continued. War klar, dass der Battle mit Doflamingo nicht wirklich ein Folgenpart wird, sagen wir es so. Ja, aber fangen wir erstmal an. Und zwar ganz am Anfang kriegen wir eine kleine Zusammenfassung von der ersten Serie, also von der letzten Folge, von meiner ersten Review sozusagen. Ja, und dann gehen wir eigentlich schon relativ schnell zu der Stelle, wo Ruffy und Law oben auf dem Dach sind und Doflamingo sehen. Ja, und da kommt auch schon der erste Schock auf uns. Wie gesagt, Doflamingo hat Bellamy vor sich liegen und wir kriegen eine kleine Backstory erzählt, und zwar Bellamy hat sich im Kostüm angemeldet, bla bla bla, hat da aber verloren, wollte eigentlich in dem Kostüm seine Ehre zurückgewinnen und jetzt er wollte eigentlich immer von seinem Idol Doflamingo angesehen werden. Naja, hat er dadurch aber ein bisschen verloren und dann hat er gesagt, ja, irgendwie jetzt ist meine Ehre vorbei, jetzt ist meine Ehre weg und ja, jetzt kannst du mich hier umbringen sozusagen. Also wir sehen Doflamingo in seinem Sessel sitzen mit seinem Riesenkumpel hinter ihm, was er jetzt gerade auf dem Bild hier oben sieht. Wie wir alle schon wissen, ist ja nicht der erste Kampf, zum Beispiel auch schon zwischen Law und Doflamingo. Aber was wir wissen von Doflamingo, er spielt nicht mit fairen Mitteln, also er nimmt nicht nur die physische Kompone aus dem Kampf, sondern er nimmt auch das Psychische damit rein. Allein das Ganze mit Bellamy zum Beispiel war eigentlich auch schon wieder so eine psychologische Kriegsführung an Ruffy gedacht, weil er sich ja relativ, weil Ruffy Bellamy als Freund sieht. Und ja, wir haben zum Beispiel manchmal gesehen, dass er Doflamingo zum Beispiel Bellamy einfach als menschliches Schutzschild benutzt hat. Dann hat Ruffy ihn zum Beispiel getreten. Wie gesagt, sowas kommt, geht halt auch auf die Psyche. Deshalb konnte man das verstehen. Ruffy hat sich natürlich gleich bei ihm entschuldigt, aber man wusste schon, entweder stirbt er durch Ruffy oder er stirbt durch Doflamingo. Eins von beiden wird passieren. Währenddessen hat Law gegen das Abbild von Doflamingo gekämpft. Wir haben zwischendurch auch ein schönes ein schönes Kommentar von Ruffy selber gehört. Wir kennen uns, oder was Law, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall. Einer von den beiden hat gesagt, wir kennen uns schon so lange und trotzdem können wir denen nicht mal selber entgegentreten, weil es wirklich nur das Abbild und der gesteuerte Bellamy waren, gegen den sie gekämpft haben. Relativ, fand ich eine gute Aussage, weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist es wirklich sehr. Du denkst einfach, so langsam würden die mal gegen die Richtigen kämpfen, aber nein, schon wieder kommen zwei Marionetten gegen ihn. Ist wie gesagt auch ein bisschen der Sinn hinter dem Charakter von Doflamingo. Im Kampf selber hatten wir zum Beispiel oft das Argument von Doflamingo gebracht, dass er nicht der Einzige ist, der irgendwas Schlimmes gemacht hat, sondern dass die, wie gesagt, auch was Schlimmes gemacht haben, wie zum Beispiel die Smile-Fabrik kaputt gemacht haben und so weiter und so weiter und so weiter.
Ja, wie gesagt, auch Argumente dagegen, warum er selber das macht. Am Anfang sehen wir noch, dass halt, in der Zusammenfassung sehen wir ja, dass das Kopfgeld auf die 11 Mitglieder der Strohbande ausgesetzt wurde, auch von ihm. Und ja, so ein Riese hinter ihm unterstützt ihn natürlich dabei, mit den psychologischen Kriegsspielen. Wir sehen, dass er darüber lacht, dass er seinen eigenen Freund schlägt, zum Beispiel Ruffy, auf Bellamy. Und ja, wie sie Doflamingo am Ende bekommen, ist eigentlich relativ simpel. Ruffy benutzt ein Gum Gum Red Hawk. Für alle, die es nicht wissen, das ist die lange Faust mit dem Feuer drumrum. Relativ simpel auch hier gehalten. Zieht auf Law. Dann wurde natürlich wieder lustig, dann wurde, hat der Riese über sie ihn lustig gemacht, der zieht ja direkt auf Law, bla 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 bla. Law benutzt seine Fähigkeit und tauscht Plätze mit Doflamingo. Relativ simpel. Yep. Die Plätze werden getauscht und anstatt Law zu schlagen, schlägt ihr damit Doflamingo mit dem Gum Gum Red Hawk. Währenddessen ist Law auf dem Platz von Doflamingo und zerhackstückelt, beziehungsweise, was habe ich hier geschrieben? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Zerschlitzt, genau, zerschlitzt den Riesen, also wird zerteilt. Aber wie gesagt, wir werden von dem Kampf noch viel in der nächsten Folge sehen. Währenddessen sind wir zum Beispiel auf der im Kolosseum, da geht auch die Party ab mit den ganzen, großer Fight ist da auch los. Wie gesagt, das müsst ihr denn echt die eigene Folge ansehen, das kann ich gar nicht alles zusammenfassen. Ja, im Allgemeinen ist da gerade alles am Untergehen, jeder kämpft gegen jeden. Ein paar der Spielzeugsoldaten haben sich wieder verwandelt in normale Menschen. Ja, dadurch ist seine Armee ein bisschen geschwächt worden. Da wurde auch wieder das Kommentar geliefert, ja, wie kannst du das deiner eigenen Armee antun, deine Armee zu Spielzeugsoldaten ja, zu machen, ganz einfach. In der Smile-Fabrik haben wir gerade Frankie, der gegen... Jetzt fällt mir der gerade nämlich. Egal. Frankie kämpft gegen das Riesenbaby. So nenne ich ihn jetzt mal. Mir fällt gerade der Name nicht mal ein. Ja, wie gesagt, was haben wir bei jedem Kampf dabei? Eigentlich immer so ein paar Cheerleader wie so Frankie zwischen. Er hatte einen französischen Namen, so viel weiß ich. Das hier ist doof. Ich hätte es nochmal rausgesucht, aber bestimmt kann euch das einer in den Kommentaren sagen. So, habe ich noch irgendwas? Psychologische Kriegsführung habe ich auch schon von Doflamingo, was wir aber auch schon mal gesehen hatten. Wie gesagt, das Ding, dass der Sieg zu der Sieg von Doflamingo hängt ganz davon ab, wie deine Psyche ist. Schaffst du das? Bist du auf 100% auf Psyche? Wirst du nicht abgelenkt, beziehungsweise wirst du wütend, machst du Fehler? Relativ simples Konzept auch hier. Doflamingo spielt halt wirklich darauf, den entweder wütend oder verwirrt zu machen. Den Gegner ganz auf psychologische Kriegsführung. Ja, wie gesagt, wir sehen auch noch die Rückblicke zum letzten Fight zwischen Law und Doflamingo. Aber sonst ist nicht wirklich was von der Folge hängen geblieben. Wie gesagt, den Lissab-Kanonen, also den Lissab-Kanonenschuss sieht man nochmal am Ende. Aber sonst wirklich was. Vielleicht fällt mir gleich noch ein Thema ein. Ja, wie gesagt, Law in der Zeit, wo Ruffy gegen Bellamy, also gegen den gesteuerten Bellamy, das muss man nochmal ansprechen, der wird von Doflamingo gesteuert, Bellamy. Und Law kämpft in der Zeit gegen den Doflamingo-Klon. Haben sich aufgeteilt und zwischendurch hat Ruffy einfach gesagt: Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt schlage ich auf der Doflamingo ein. Ist dann aber daneben gegangen, zieht sozusagen auf Law. Law plätzt Täuscher, habe ich plätzt. Tauschplätze mit Doflamingo und so hat er schon einen schönen Gummo Red Hawk in den Bauch bekommen, Doflamingo. Aber sonst sollte es das eigentlich gewesen sein. Wie gesagt, die nächste Folge wird das große sein. Die nächste eine oder zwei Folgen, vielleicht Folge 700 kommt das vor.
mit dem ganzen Ende von dem Fight. Ich weiß nicht, ob die da jetzt eine oder zwei Folgen für brauchen. Ja, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Insight liefern, auch ein bisschen von der Hintergrundgeschichte von Doflamingo. Ist ein sehr, auf jeden Fall ein sehr tiefgründiger Charakter. Muss man ja ehrlich sagen, er ist schon ein bisschen länger in der Staffel bzw. in der Serie. Ja, also danke fürs Ansehen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass davon noch mehr kommt, lasst ein Like da. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn, Leute. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.